Hier wollen wir uns nun mit den natürlichen Killerzellen beschäftigen. NK-Zellen entwickeln sich zunächst in Knochenmark und Thymus. Wir brauchen NK-Zellen, um bestimmte virusinfizierte Zellen abzutöten, dies insbesondere bei Infektionen mit verschiedenen Herpesviren. NK-Zellen sind in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und zu eliminieren. Sie können Zyto- und Chemokine synthetisieren. Sie haben weitere Funktionen, auf die hier aber nicht eingegangen werden kann. NK-Zellen werden heute den Innate Lymphoid Cells zugerechnet. Neben den NK-Zellen trifft dies auch zu für die Lymphoid Tissue Inducer Cells, die an der lymphoiden Organogenese beteiligt sind, und für die ILC1, 2 und 3. ILC1 sind beteiligt an chronischen Entzündungen und Protozoenabwehr, ILC2 an der Abwehr von Helminthen und an der Wundheilung, ILC3 an der Gewebshomöostase, an der Pilz- und Bakterienabwehr. Die Entwicklung beginnt mit der Stammzelle, die den Stammzellmarker CD34 trägt. Die Progenitorzelle exprimiert keine neuen Rezeptoren. Das ändert sich beim Übergang zum NK-Precursor, auf dem der IL-2-Rezeptor Beta exprimiert ist. Die unreife NK-Zelle hat zusätzlich das NK-Rezeptorprotein 1 und CD2 auf der Oberfläche, aber noch kein lytisches Potenzial mithilfe der Granula. Das ändert sich beim Übergang zur pseudoreifen NK-Zelle, die über solche lytischen Granula verfügt, zusätzlich über das heterodimere CD94-Molekül. Schließlich die reife NK-Zelle exprimiert alle bisherigen Marker und zusätzlich die Killer-Immunglobulin-ähnlichen Rezeptoren, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Weitere Marker werden im Laufe der Entwicklung entweder verloren gehen oder aber neu akquiriert. Bei den NK-Zellen werden heute insgesamt 6 Stadien und ein paar Unterstadien voneinander unterschieden. Sie sind charakterisiert durch bestimmte Oberflächenmarker. Diese gehen entweder im Laufe der Entwicklung verloren oder aber werden akquiriert. Zunächst wird CD117 akquiriert, danach der Interleukin-1-Rezeptor. CD34 geht im Laufe der Entwicklung verloren. CD94 wird erworben. NKP80 wird in der nächsten Stufe erworben, ebenso dann das CD16 und schließlich der Seneszenzmarker CD57. Im peripheren Blut haben wir 2 Arten von NK-Zellen. Die Zytokinproduzenten sind mit ca. 10% repräsentiert. Sie haben eine starke Expression für das CD56, während CD16 nur niedrig exprimiert ist. Zudem verfügen diese Zellen über den Chemokinrezeptor 7 und CD94 NKG2A. Das zytotoxische Potenzial, hier dargestellt an den lytischen Granula, ist gering. Diese Zellen können aber stark Zytokine produzieren, wie Interferon Gamma,
Tumornekrosefaktor oder GM-CSF. Auf der anderen Seite haben wir die Killer. Bei diesen ist das CD56 nur niedrig exprimiert, dafür CD16 stark exprimiert und das zytolytische Potenzial ablesbar an den perforinhaltigen Granula ist stark ausgeprägt. Zusätzlich exprimieren diese Zellen die KIRs. Der Phänotyp der NK-Zellen zwischen Blut und Geweben, wie etwa den Lymphknoten, unterscheidet sich. Einige Marker sind identisch, bei anderen Markern zeigen sich Unterschiede, so wie etwa bei den Chemokinrezeptoren, die in den Lymphknoten CCR5 und CXCR6 sind. Zusätzlich kommt der Aktivierungsmarker CD69 in den Lymphknoten dazu. NK-Zellen können ihren Phänotyp im Laufe bestimmter Infektionen verändern. Hier dargestellt ist eine EBV-expandierte NK-Zelle im frühen Differenzierungsstadium. Sie hat unter anderem auch das CD27-Molekül exprimiert, sowie die Koaktivierungsmoleküle NTBA oder 2B4. CD57 als Seneszenzmarker ist dagegen nur schwach exprimiert. Im Gegensatz dazu findet sich im Rahmen einer CMV-Infektion eine CMV-expandierte NK-Zelle im späten Differenzierungsstadium. Hier finden wir dann zusätzlich CD2. CD57 ist stark exprimiert und wir haben KIR2DL und KIR3DL als Killer-Immunglobulin-ähnliche Rezepturen.